Dann hab's ich auf dem ersten Versuch geschafft, das war so geil. Hat er gar nicht. Der lügt. Ja. Ich lüge immer, müsst ihr wissen. Also Elotrix, der lügt nie. Der hat schon 300.000 Abonnenten, der Drecksack. Mann! 300.000! Sonst muss man sich mal auf den Penis zergehen lassen. Auf der Zunge. Ach, geil. Ne, neulich habe ich aufgenommen. So eine halbe Stunde lang ungefähr. Dann ist mir aufgefallen, ich nehme ohne Sound auf. Also mein Mikro, ich habe... Ja. Hast du es nochmal gemacht oder zu synchronisiert? Ich habe es nachsynchronisiert. Das macht man nicht, das macht nur Electric. Was? Der Commentary. Achso, ja, stimmt. Verdammt. Ich weiß gar nicht, wie es da weitergehen soll. Ach, da vielleicht. So. Oh, das ist doch schon mal zurückgemacht, oder? Als ja, aber da die Levels sind ja in der Dunkelwelt auch verändert worden. Guck mal, es war ja da auch nicht so. Vielleicht. Boah, du musst wieder zurück. Ja, ach! Das habe ich dir vorhin da die ganze Zeit. So schon versagt. Ja, das ist. Bisschen leicht, finde ich eigentlich. Echt, ich finde es gar nicht so einfach. Nein! Oh. Super. Ja, danke. Kannst auch gleich mal sterben gehen. Kriegst bei uns nichts mehr zu essen. Nein. Oh. So, eigentlich will ich das Level schon noch schaffen und so. Es ist jetzt schon doof, dass ich hier nichts zum Essen kriege. Ja. Er hat immer so 5 Gänge-Menüs und so. Weil er so reich ist. Ja, und wo habe ich das Geld her? Ja, YouTube Money. Ich meine, einmal 1000 Klicks und ihr habt 1 Milliarde Euro. Hm. Ja, ist so. Nein. Nee. Spaß. Ich habe ein Ölloch gefunden. Boah, der war so scheiße. Ne? Und ein Ölloch. Ja, Öl halt. Öl ist doch Penis. Loch. Nein! Ja, Glitchgirl! Was ist das? Zeig ich dir gleich, weil ich das Level diesmal schaffen werde. Nee. Das ist es, wenn die so komisch rumbackt. Cool. Und super Sprint Speed. Ja, ich wusste, dass du was sagst. Jetzt sei doch mal nicht so fies. Ich glaube, der Stuhl ist das lauteste gerade. Alter, das ja, ich sag dir gar nicht. Stuhl und beschwert nicht. Was denn? Ich hab da doch schon Holzklotz dran geschoben. Aus Diamant. Ja, ein Holzklotz aus Diamant. Oh mein, mir wird langsam so richtig warm neben dir. Oh. Hey, was ist? Das ist nicht gerade verstanden, was ich gesagt habe. So. Nee, ich werde ja normalerweise. Zieh mal meinen Pulli aus, da du darfst mal probieren. Okay. Da oben ist Glitch Girl. Ja, da macht's ja nichts, wenn ich jetzt was sage, oder? Doch. Wie sprintet man? Was? Mit A. Wie sprintet man? Mit A. Ja, du hast. Man sprintet doch gar nicht mit A. Ja, aber ich weiß es nicht mehr. Schlecht. Ich bin gut in dem Spiel, lass mich in Ruhe. Merkt man eigentlich. Spielbar. Mann! Schlecht. Au. Kein Bock mehr. Cool. So, also der Judo spielt gerade immer noch. Ja. Der ist jetzt ein Pro geworden. Freihändig. Ja. War ich so gut. Er spielt sogar gerade ein Lied auf seiner imaginären. Okay, ich lass es lieber. Was sagen? Mit dem Lustigsein habe ich es heute nicht. Also. Heute. Ja. Ja. Und was ist heute Schönes in der Schule passiert? Gar nichts. Keine Ahnung, aber das mit den zwei aus deiner Schule, da hast du falsch erzählt. Ja, das passt aber hier nicht rein. Bei meinem MW3, was ich erklärt habe. Entschuldigung. Ja, ne, schäm dich einfach. Okay. Ja. Und jetzt? Hoffbefüll! Oh nee, wenn das oh, ey, willst mich nass. Ich soll in den Natur kommen. Ja. Ich wette, du schaffst das nicht. Oh, ich hab viel zu viel Angst gerade. Ey, Junge. Du musst, glaube ich, von oben. Ja! Was soll denn das? So, da habe ich noch nicht ab Lust. Da guck ich mal eben. Ja, guck ich mal eben. Wie lange nehmen wir eigentlich schon auf? Ja, wo ist echt denn das? Ja, wir nehmen jetzt einfach mal 3 Stunden auf, würde ich sagen.
Dir gehört der Luxuscomputer. Was? Der zupfige Zupfer, zupfige Zupfi. Okay. Ein bisschen ernster, Sami. Wie mir deine Schuhe geklaut haben. Toll. Ja, das war gestern. Jetzt rettet er sich gar nicht. Okay. Erklär's. Okay. Erklär's. Okay. Ich probier's. Also, irgendwie, Wer hat dir die Schuhe aus? Oder Momo. Kam die? Oder hast du die mal wieder ausgezogen? Den zweiten habe ich freiwillig ausgezogen, weil er mir sonst fast das Bein abgerissen hätte. Okay. Ja, mein Banknachbar in Chemie hat mir die Schuhe ausgezogen. Ja, dann nee, ich durch die halbe Zeit. Besser. Ja. Ohne zu lachen. Ja, Samis Banknachbar hat in der Schule sein. Also zuerst mal einen Schuh ausgezogen. Dann, ja, war uns. Chemie ist uns teilweise ein bisschen langweilig, muss man dazu sagen, weil wir. Nee, so. Ja, es geht. Hey, das soll ja nicht zum Samis Hate-Block werden. Hä? Ja, Julian hatte früher ein Format. Julian's Hate-Block. Egal. Klär weiter. Ja. Auf jeden Fall haben wir dann seinen Schuh halt hintergegeben und der lag dann irgendwie halt. Also, man muss dazu sagen, die letzte und vorletzte Reihe im Klassenzimmer, da sitzt keiner. Und das lag dann halt da irgendwie ganz hinten auf einmal, der Schuh. Auf einmal. Und sein Banknachbar fand es anscheinend lustig. Ich fand es jetzt nicht so toll. Fand es anscheinend lustig, ihm zu probieren, den zweiten Schuh auszuziehen. Und dabei. Habe ich den freiwillig hergegeben. Ja, weil das wäre sonst etwas schmerzhaft geworden für Sammy. Der nippelt mal gerne. Der eichelt auch gern. Oh, das stimmt, eicheln. Und dann hat er ihn freiwillig ausgezogen, dann ist er auch irgendwie hinten gelandet. Und. Komisch. Ja, ich hatte nichts damit zu tun. Nee. Nee. Doch. Nee. Nee. Tut er nicht. Und dann war irgendwie auf einmal sein Federmäppchen noch da. Das habe ich vorher nicht mitgekriegt. Also, und irgendwie wollten wir dann noch seine Schultasche, aber da hat er irgendwie was dagegen gehabt. Verstehe ich irgendwie nicht. Kann er sich einfach eine neue kaufen? Meine Privatglocke läutet schon wieder. Ja, genau. Und Tobi wurde einfach nach hinten gesetzt, weil wir die ganze Zeit gesagt haben, der redet, obwohl er gar nicht geredet hat. Und ich kann jetzt verdammt gut mit Papierkügelchen werfen, weil ich habe, neun von zehn Mal habe ich ihn hinten perfekt so reingetroffen und da war in den Nacken, also genau. Dass es mein Rücken ist. Genau. Aber es war keine Absicht. Nee, aus Versehen ist ein Papierkügelchen ausgekommen. Ja. Du kannst echt glaubwürdig erzählen. Ja. Aber ich wollte das Talent für. Ja. Ja. War denn noch so? Noch so in der Schule. Da war doch noch was irgendwann. Gestern. Zupfige Zupfer. Naja. Ja, nee. Das macht gerade was. Irgendwas war. Das war aber auch lustig, als sie mit Tisch. Nein. So, aber das erzähle ich jetzt nicht. Ah, ja, ja. Das war echt lustig. Nein. Die saß ja vorher, oder? Ja. Es ging darum, dass eine Mitschülerin gekotzt hat und das fand mir recht lustig. Ja, aber nicht nur einfach so, sondern halt. Leute, eigentlich. Sondern halt irgendwie so auf die komplette Schulbank und auf die Banknachbarin vor ihr und. Also geil. Die Lehrerin fragt so: Geht's dir gut? Dann nickt sie so und kotzt einfach mal voll am Tisch. Ich glaube, die hat Alkohol getrunken oder so. Glaube ich. Jetzt fährt mein Privatjet ja. Gerade vor die Tür. Nein, das war deine Limo. Meine Limo? Mit deine Fanta. Ja, klar. Das war aber allerdings schon letztes Jahr, also es ist eigentlich voll Outsider. Nein. Doch. Das war ja ein Outsider, wenn ich das. Ja, heute. Warum? Weil halt. Ich will da nicht so viel rausschneiden. Das wow. Würde jetzt eben piepen. Ja, toll.
Ja! Schwörhaft Befehl, Digga, Allah. Frame-Einbruch, danke, du hast mir gerade fast das Leben gekostet, du Fotze. So. Nein, du möchtest nicht Vira schneiden und deswegen sagst du. Alter, was ist da los? Nee, ne? Nee, ne, oder? Hä? Ey, lass mich raus! Ham, ich und meine Sonnenbrille. Das ist Conny-Spruch. Das ist Haftbefehlsspruch. Das ist sein neues Lied. Ey, wenn ich jetzt verkacke, ja, dann krieg ich AIDS. Oh, ja. Oh, schade. Ja, und ich hab's wieder mal geschafft, weil ich der Pro bin. Hand ist nicht gut. ja, das war's, glaube ich, mit dem Part. Das reicht jetzt erstmal. Ich zieh noch mal richtig schön in die Nase rein. Gut. Ich verabschiede mich, Julius. Ja, auf Wiedersehen. Hat mich sehr gefreut. Tschüss. Tschüss. Also, tschüss.